Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute gleich zum Anfang was zum Thema Bier. Das leckere Bier wird an Bord gebraut und wie das funktioniert, das erfahrt ihr gleich. Dann lernt ihr Helsinki kennen und Artistin Anna. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin überhaupt kein Bierexperte, aber eins weiß ich, zu richtig gutem Bier braucht man neben Wasser und Hopfen und Malz auf jeden Fall einen Braumeister mit Herz. Und den haben wir auf AIDA Sol. Herzlich willkommen im Brauhaus. Mein Name ist Markus Eismann und ich bin der Braumeister hier auf der wunderschönen AIDA Sol. Meine Aufgabe ist es hier an Bord, aus den vier Rohstoffen Wasser, Malz, Hopfen und Hefe frisches, leckeres, naturtrübes Bier zu brauen. Und die Besonderheit dabei ist, dass wir es auch nur hier an Bord ausschenken. Neben meiner Haupttätigkeit als Bierbrauer habe ich natürlich auch repräsentative Aufgaben. Zum einen haben wir die Zwickel Lounge auf Deck 6 vorne am Bug des Schiffes und zum anderen das Brauseminar hier im Brauhaus. Hierbei bekommen unsere Gäste einen ganz besonderen Einblick in die Geheimnisse der Braukunst und verkostet wird natürlich auch. Der Brauprozess hier auf See unterscheidet sich in keiner Weise von dem am Land. Geschrotenes Malz mischen wir in der Subpfanne mit Wasser, das ist der sogenannte Maischprozess. Und bei diesem Prozess lösen wir die Zucker, Aromastoffe, Farbstoffe aus diesen Malzkorn raus. Danach trennen wir im Läuterbottich die festen von den flüssigen Bestandteilen des Malzes und kochen dann die sogenannte Würze, diese Flüssigkeit, auf und geben den Hopfen dazu. Nach ca. 6 bis 8 Stunden wird dann die gekochte Würze abgekühlt und mit der Hefe vermischt. Und nun beginnt der Gärprozess. Nach einer Woche Hauptgärung, wo die Hefe dann die vergärbaren Zucker zu Alkohol verarbeitet hat und das Bier somit haltbar gemacht hat, folgt dann die Lagerung von 3 Wochen oder auch 4 Wochen und dann ist das Bier genussreif. Was mir am meisten Spaß macht an meiner Arbeit hier an Bord, ist, dass ich quasi immer direktes Feedback habe von den Gästen, ob das Bier gut ankommt und dass ich den Gästen ehrliches, gesundes und naturtrübes Bier anbieten kann. Die Besonderheit des Bieres hier an Bord ist, dass es mit Meerwasser gebraut wird und direkt aus dem Lagertank unfiltriert im Glas landet. Und jetzt nimmt euch unsere Kollegin aus dem TV-Team Rebecca mit nach Helsinki. Und ich habe lange überlegt, was ich jetzt am Ende sage, weil bitteschön hatte ich schon, viel Spaß hatte ich auch schon, deswegen Film ab! Einen schönen guten Morgen oder wie man in Finnland sagen würde, hive peive. Wir schauen uns heute Finnlands Hauptstadt Helsinki an, die 1550 vom schwedischen König Vasa gegründet wurde. Auf geht's! Ich finde den Dom sehr imposant und scheint sehr, sehr wichtig hier in der Stadt zu sein, also sieht sehr gut aus. Ich fand tatsächlich sehr den Markt unten am Meer schön, am Hafen. Helsinki hat uns sehr gut gefallen, wir haben diese Bootstour gemacht, das war wirklich eine sehr schöne Landschaft, es war wirklich wunderbar. Jetzt stehe ich vor der Vanha Kauppahalli, der ältesten Markthalle Helsinkis. Und hier gibt es ganz viele finnische Spezialitäten. Die will ich jetzt mal probieren. Auf geht's! Wunderschöne, alte, gut erhaltene Markthalle und das Angebot ist natürlich auch toll mit dem reichhaltigen Fisch. Also wir sind sehr beeindruckt. Ja, ich stehe gerade an der Ecke Einhorn-Hamster. Wenn Sie sich fragen, Moment, heißt das wirklich so? Ja, denn 1820 hat Helsinki die Tradition aus Schweden übernommen und einzelne Blöcke in der Stadt nach bestimmten Tieren oder Pflanzen benannt. Das hat geholfen, weil viele Leute damals ja noch nicht so gut lesen konnten. Und auch wenn das danach wieder abgeschafft wurde, haben sie um 2000 rum wieder diese Straßennamen eingeführt. Und deswegen kann man heute eben sagen, ich wohne an der Ecke Einhorn-Hamster. Ja, und nach der ganzen Kultur genießen wir jetzt noch ein bisschen Natur. Viele von euch finden es ja super spannend, mal zu wissen, wie so der Alltag hinter den Kulissen ist von unseren Kollegen, also vom Ensemble, von den Artisten, von den Entertainern. Und deswegen zeigen wir euch jetzt Anna und sie erzählt mal ein bisschen von ihrem Alltag an Bord. Viel Spaß! My name is Anna Dragicevic. I'm an artist working for AIDA. I was born in Serbia.
come from Belgrade. And at the age of 5, my family and I, with my brother, we moved in Melbourne, Australia. I started with gymnastics, and already at the age of 6, I did competitions. And basically, from there, I fell in love with ballet, because in order to become a better gymnast, we had to do ballet. So at the age of 14, I decided to try out for a ballet college. So the gymnastics and ballet together blending helped me be an aerial performer that I am today. After my ballet college, I decided to study in Melbourne my University of Dance and Choreography. What's special about working on the ship is basically sharing the passion with other people, with other actors, singers, dancers, technicians, cameramen, everybody who's passionate for their jobs. Basically, we're all sharing the same dream. When we all combine our dream, it's beautiful on stage, it's just magic. How to prepare as an artist? If I speak in general, like in every day, it's a lot of hard work. So basically every day requires training. I run every day for about an hour. I do about 45 minutes yoga session every day. And every second day I do aerial, which is a lot of climbing, a lot of flexibility, a lot of work on concentration. Before the shows, I like silence. So while I put the makeup, while I do my hair, I like to already think about the stage, to think about the costumes, to think about who or what I'm gonna present to the audience. The, let's say, half an hour before the actual show is always stressful. So I always have a little bit of stress. I'm always focused a lot. But the moment when I on stage, it's a completely different story. All of a sudden, I don't think about stress. I just think about this beautiful moment, the beautiful creation that I'm doing on stage and in the air. For me, really, Augenblick, I would say, is something that is more me when it comes to the music, because it's a modern music, of course. And why I love it, because it's not so easily said. So from the audience point, it's not something they can understand right away. So they can basically create their own story, their own picture. And I love something that is not so simple. So a bit complicated as a story, but yet very beautiful when it comes to visual effect. Und wenn auch ihr tolle Städte kennenlernen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt von unseren Schiffen, wenn ihr mehr wissen wollt von unseren Reisen, dann geht ihr jetzt ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Die nächsten Häfen sind Gran Canaria und noch einmal Lanzarote. Weiter geht es nach Cadiz und Malaga. Wir besuchen noch Barcelona und erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord, diesmal mit der Musik von Wayne Morris, der zum Auftakt der Weltreise extra einen Weltreisesong geschrieben hat. Und hier unten drunter postet ihr jetzt eure Bilder von den tollsten Konzerten, die ihr jemals an Bord unserer Schiffe erlebt habt. Viel Spaß und bis nächste Woche. Südafrika, paar Häfen noch, weil die Heimat weg. Habt ihr Tränen in den Augen, sollen wir weiterfahren, aber nur wenn ihr nochmal seht. Come on!